Ich hoffe, wir erfahren, haben wirklich noch eine Lektion bei dem und erfahren etwas über die Geschichte und die Hintergründe von Hogwarts, der Story, die wir hier erleben. Dann hier durch und raus. So. Dann mal schauen, was wir hier noch alles haben. Hier ist Tierwesenunterricht. Das wollen wir ja noch nicht besuchen. Rauf. Und dann haben wir hier noch Ballone. Naja, dann mal schauen. So. Dann hier. Und hier, dann haben wir den nächsten Besen freigeschaltet. Und dort vorne sollte ein Troll sein. Ja, mal schauen, ob das so stimmt. Was ist denn das? Hier vorne haben wir noch ein Symbol. Das sieht ja aus wie Sammeln. Nur wenige Hexen oder Zauberer können die Geschichte der schottischen Irrgärten bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen. Dem schwarzen Magier Enon Blackwood aus dem 15. Jahrhundert, geboren als Enon Wood, in einem nicht magischen Zweig der Familie Wood, wurde Eunon von seinen Muggeln-Eltern missverstanden und suchte in Bemühungen, sich anzupassen, Trost im Familiengewerbe, den Heckenschneidern. Angeblich konnte er die Schwarzdornbüsche mit seinem Verstand kontrollieren und mit Leichtigkeit wunderschöne Formen schaffen. Das Beeindruckende und verärgerte seine äußerst intolerante Familie gleichermaßen. Ihr Groll verschlimmerte sich noch, nachdem der junge Eunon eine Einladung nach Hogwarts erhielt, wo er in das Haus Hufflepuff einsortiert wurde. In Hogwarts lehnte Eunon eine gewisse Artemisia Black kennen, von der Familie Black wegen der Liebelei ihrer Mutter mit Artemisias Muggelvater verstoßen hatte. Hatte das Halbblut Artemisia ein kompliziertes Verhältnis zur Reinblütigkeit. Sie hielt sich das Mädchennamen ihrer Mutter für würdig und gab ihrem Vater die Schuld an ihrer Ächtung. Gleichzeitig machte sie Wood nicht für seine Muggelstämmigkeit verantwortlich, sondern hielt auch ihn für ein unfreiwilliges, unschuldiges Opfer der Muggelreinheit. Okay. Oh. Irrgarten, nice. Oh. Okay. Mal sehen, was wir hier finden. Okay. Hier geht's nicht weiter. Dann gehen wir wieder zurück. Wir haben hier ja noch. Dann geht's.
Ich hoffe, wir finden noch was. Eine Truhe. Das ist mal nice. Das ist richtig, richtig nice. Okay. Man kann die nicht sammeln. Aber es ist wieder mit ganz viel Ruckeln verbunden hier der Wald. Ach. Huhuhu. Das ist ja mal was. Den Zauberstab nimmst du mir nicht. Versuch es gar nicht erst. Ach gut. Confringo. Da muss ich den. Den kann ich auch gerne sein lassen, so ein Aschwinder. Du hast doch Trapwell freigelassen, oder? Das war ein großer Fehler. Revelio. Confringo. Okay, mehr haben wir hier nicht. Und da haben wir noch so ein altes Rätsel. Am besten schlägt man im Dunkeln zu. Es ist, als ob die wieder. Ich muss mal kurz. Ich nehme den. Den und den so. Erstarren, Explosion. Gut, den könnte ich durch den ersetzen. Machen wir den so. Das könnte etwas sein, ne? Unheil anrichten kannst. Lenioso! Confringo! Expelliarmus! Du solltest flüchten! Lenioso! Expelliarmus! Confringo! Protego! Ah. Protego muss ich wieder. So. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Ja, das freut mich. Und hier haben wir. Hier haben wir jetzt wieder die uralte Magie. Na? Ach. Kaputti, ne? Wie kommen wir hier hinein? Ich muss mich mal kurz umsehen. Expelliarmus ist dein Lieblingszaubermann. Confringo! Okay. Das würde ich dann. Wingardium Leviosa. Ja, das war auf dem. Wingardium Leviosa. Also, können wir uns ein wenig vorbeischleichen. Dann können wir den können wir jetzt wahrscheinlich hinausziehen. Ach hier.
setzen uns hier rauf. Wingardium Leviosa. Nein. So. Geht nicht. Okay. Dann. Gut. Bitte. Hallo. Wie war das? Ach, wie konnte man das wieder? Nein, 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 das war das komplett Falsche. Nein, hier kommt man auch nicht drauf. Hat man hier... Arresto momento. Contrinco. Okay, 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 okay. Ach. Arresto momentum. Expelliarmus. Lazio. Nein. Oh, Mist. Contrinto. Nein. Levioso, Excalibur, Contrinto. Accio. Levioso. Arresto momento. Lazio. Das war ja mal ein kleiner Kampf. Hat mir gut gefallen, hat mir gut gefallen. Wir müssen hier hinauf und dann dort drüber, würde ich jetzt vermuten. Nein, hier. Wingardium Leviosa. So. Ach komm. Ah, genau. Hier rauf. Dann. Contrinto. Okay, das sind sehr stabile Bretter. Haben wir das mal gereinigt? Ach ne. Der Sieg ich kam mag eine keine Sekunde Spiele. Zu früh. Okay, fort mit dem.
Dann haben wir ja einen Teil geschafft. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Jetzt muss ich schauen, komme ich hier auf die andere Seite noch irgendwie? Ja, genau. Ja, hier hoch. Ist das klug? Ich probier mal was. Ja, da komme ich raus. So, dann habe ich jetzt erneut eine eingesammelt. Eigentlich hätte ich doch mit dem... Ja, wieso komme ich nicht darauf? Ich hätte ja den Besen nehmen können. Ah, sei es drum. Ah. Ach, und ich muss ja noch Depulso. Auf einen levierten Gegner anwenden. Mach ich den. So. Baue ich mir mal noch den Bild. Gut, gegen den wird es jetzt wahrscheinlich eher weniger was bringen. Revelio. Ach, das sind Wölfe. Levioso. Impulso. Ah, wir haben es geschafft. Oh, Mist. So. Nein. Ah, Mist. So. Da haben wir jetzt Wolfsfälle, Straßenköterfälle. Aber das war nice. Hätte mir wieder auf nein. Revelio. Hätte mehr Acht geben können auf den Schild. Aber dennoch sehr, sehr nice. Fließender, schöner Kampf. Und hier oben ist noch was. Revelio. Hier, der Sack. Gut getarnt. Also, das war ein Wolf. Aber Trolle waren doch eher in Höhlen, wenn ich jetzt das noch recht im Kopf habe. Aber wo haben wir dann bitte sehr Höhlentrolle? Ja, wahrscheinlich. Tierklar Blau, Schatzgewölbe, Inferi-Versteck. Ach, da steht sogar. Warte, wo sind wir? Straßenköter-Versteck. Ach, hätte ich nur mal ein wenig gelesen. Haben wir hier hinten was?
eine Handbuchseite. Jobberknollbau. Berüchtigter Gegner. Also der dürfte einen ziemlich harten Kampf abliefern. Hier auch wieder. Hier ist ein Händler. Aber ist gut zu wissen, dass wenn man näher rangeht, das dann auch aufdeckt. Aber hier im Moment habe ich jetzt gerade nichts, wie ich sehe. Was haben wir hier? Sumpfkrattlerbau. Ich bin jetzt nicht gerade motiviert, um das zu machen, ne? Dann gehen wir. Was haben wir eigentlich für Aufträge? Trollpopel. Ich könnte mal bei den Händlern vorbeischauen. Das wäre ja eine Möglichkeit. Da hatten wir doch einen in der Nähe. Gehen wir zu dem. Ah, hier haben wir noch. Wenn wir gerade für den Besen noch was haben. So. So. Ein klein wenig nach oben. Nach unten. So. Wieder nach oben. Unten. Und dann haben wir wieder einen. Ach, das ist doch der mit den Gemälden. Autsch. Oh. Tut weh, tut weh. Oh. Schauen Sie sich doch einfach mal um. Hasste Trollpopel. Ich will. Silberpfeilpfesen. Also Trollpopel sieht mau aus, ne? Nein, 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 nein. Tut mir leid, dann eher nicht. Aber wir können. Das kaufe ich gerne. Gut, einen Vorrat zu haben, sage ich immer. Ja, das stimmt. Hier auch noch verkaufen. Das ist. Das ist auch schlechter. Okay. Aber wir haben 3000, also. Es läppert sich wieder. Kommen Sie gerne wieder. Ich kann Ihnen nicht genug danken, dass Sie mir meine Karren gebracht haben. Ich habe gemalt wie besessen. Unglaublich, zu was einem solch Elend inspirieren kann. Hey, siehst! Das ist der Kerl. Hatte ich doch richtig vermutet. Das ist mal nice. Dass man den wirklich jetzt wieder findet. Gehen wir gerade zu dem Merlin-Rätsel. Das ist ja mal nice. Stimmt, das war jetzt mit den. Da brauche ich. Jetzt muss ich noch so weit in die Nähe. Nein. Confringo. Und. Ach. Einmal. Zweimal. Damit wäre das. Ja, Merlin-Rätsel gelöst. Das ist doch mal nice. Wenn man einfach immer Stück für Stück Fortschritt erzielt, ist das einfach ein wirklich gutes Gefühl. Gut, das haben wir erledigt.
gehen doch gerade noch zum nächsten. Mal schauen, was wir dort haben. So. Ja, Sumpfkrackler ist noch nicht gerade das, was ich so motiviert bin zum Bekämpfen. Okay. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Aber was müssen wir bei denen machen? Ist das... Arresto Momento. Expelliarmus. Nein. Ich vermute ja was. Und? Ach, hier noch. Übersehe ich jetzt einen? Ach, hier noch. Und hier. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Dann haben wir die. Dann müssen wir jetzt auch wie die Rätsel gehen. Dann haben wir ja schon wieder eins. Das ist ja... Ich muss ein wenig aufpassen. Habe ja ein neues Piercing und das sollte man nicht gerade überreizen. Ort alter Magie. Ein kleiner Bereich mit anschwellender alter Magie. Ich würde sagen, wir... Wir schauen uns mal den Ort an. Mal schauen, was wir... Ah, und wir haben doch Alraunen, wir haben Chinakohl und Vimosa Tentacula. Da können wir doch gerade allesamt verwenden. Und dann auch schon einen Teil der Aufgabe für Professorin Garlic abgeben dadurch. Da muss ich jetzt wirklich nur dann im Kampf auch dran denken, ne? Ein Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Da war ich doch schon. Okay. Aber das war... Okay, aber da war ich doch vorhin. Ach hier. Wingardium Leviosa. Ah, das kann einfach so von 1 aufs... Nein. Ach, wenn ich einfach hochziehe, dann wechselt das. Verstehe. So, einmal rein. Einmal. So, dann gehen wir hier außen rum. Haben hier noch. Wo haben wir Wing? Ach, das muss ich wieder. Den. Nein, nicht Reparos, sondern Wingardium. So. Wingardium Leviosa. Nein, der geht nicht. Dann mache ich zuerst den, wo die Spinnen drin sind. Oder drin waren. Wieso gehe ich eigentlich über oben? Hier wollte ja
2. Ach. Durchbrechen kann ich es ja nicht. Oder noch nicht, besser gesagt. Zweifellos schon lange verlassen. Ach. Ach. Acht Beine sind einfach zu viel. Oh ja, du sagst es. Jetzt ist nur noch der. Also dann würde ich sagen... Wingardium Leviosa. So. Einmal... runter.